diese Ohnmacht in einem Land mit einem unklaren Auftrag, ist das jetzt Krieg oder nicht, was machen wir eigentlich, dass das zu einer Situation, und wir dürfen nicht richtig zurückschießen, wenn wir angegriffen werden, dass da eine Menge Emotionen spüren. Und dann habe ich gedacht, das macht Sinn, darüber einen Film zu machen, als ich mit meinem Lehrer angefangen habe und Reimann darüber kennengelernt und Uli Menz auch. Sendetermin gibt es auch. Also der Kollege Andreas Schreitmüller von Arte kann heute Abend leider hier nicht sein, ebenso wie Matthias Brandt und eine ganze Reihe anderer unserer Schauspieler. Aber ich würde mich freuen, wenn es zum Abschluss nochmal einen Beifall geben würde für die Leute, die Mitarbeiter, die Schauspieler, die den Weg hier gefunden haben. Wir zeigen den Film am 4. September um 7:45, was mir auch sehr wichtig war, einen Film in der Primetime zu zeigen zu dieser Thematik, zu Auslandseinsatz in Afghanistan. Und Andreas kann den Film schon am Freitag vorher in Arte zeigen, am 30. August.